der letzten Episode. Ja, wenn schon, denn schon, dann lieber so. So, warte mal, wir bleiben mal hier vorne erstmal. Hier gibt es auf jeden Fall noch Leder und was schön Schweres. Thank you. Ja, bitte sehr. Aha, hier kommt mal runter, echt. Aber wohin? Ah, hier ist die Atemschutzmaske, super. Ja, die machst du dann? Nee, wie machst du die am geschicktesten? Okay. Echt? Gibt es da nichts, wie man die aufsetzt oder was? Als würdest du wirklich mit so einer Standseilbahn runterfahren. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in Episode 96. Es ist finster. Wir schnappen uns mal die Laterne und marschieren da weiter rauf. Na gut, wir kommen über die Treppe wieder runter. Ja, wir sind am Durchsuchen der Gebäude. Das zieht sich. Das zieht sich. Ich frage mich, ob er da wirklich nicht rüberkommt. Na gut. Sei es wie es sei. Doch, wir waren hier schon. Das ist tatsächlich die Ebene, wo wir schon waren. Okay. Wir können uns das mal angucken. Wir gehen mal runter. Dann sind wir eigentlich schon durch mit dem Gebäude. Wahrscheinlich habt ihr mir das auch schon in die Kommentare geschrieben, aber das macht ja nichts. Wir gehen jetzt nicht nochmal rauf. Also, ich habe was übersehen. Das kann natürlich sein. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter, genau. Wenn, dann wäre das hier. Und hier kommst du ja auch nicht. Du musst ja irgendwie da drüben. Genau, du musst darauf, auf das Ding, um da hinten reinzukommen. Aber ich wüsste nicht, wie. Also hier... Das einzige wäre von da oben über die Rohre. Das könnte sein. Warte mal, da müssen wir doch auch eins rauf. Ja, wir haben natürlich jetzt schon unser Schlafproblem. Die Schlaflosigkeit. Saturnus ist noch nicht da. Sollte aber kommen heute. Außer wir haben nichts direkt dann wieder losgegessen, als wir es verloren haben. Das kann natürlich sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr. So, das muss hier irgendwo da hinten, dann müsste das sein. Aber wie kommen wir da rauf? Ist es doch noch eins oben drauf oder was? Machen wir hier den großen Ausflug. Von dort. Aha. Okay, wir müssen noch weiter rauf. Ja, es gab doch da... Wo war denn das jetzt wieder? Das? Ja. Es gab doch da so ein Ding, wo man reingehen konnte, wo ich gesagt habe, das machen wir jetzt erstmal nicht. Vielleicht kommt er von dort dann dahin, das kann sein. Ich hoffe, wir müssen nicht noch eins hoch. Ja, hier war das, genau. Nee, das ist nur Papier. Ich würde gerne F9 drücken, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Genau. So. Kohle und Kohle. Und dann von hier auf die Rohre. Drüben ist auch ein Rucksack. Da liegt doch irgendwas auf dem Rohr. Ein Brecheisen, okay. Ja, okay.
Gut. Genau, dann bist du hier. Und von hier kannst du dann wieder darunter. Alles klar. Gut. Da waren wir tatsächlich im originalen Durchgang nicht. Jetzt noch 10 Schuss mehr. Toll. Das war's mit dem Nebelchen. Ach ne. Krass. Kaninchenpelzfäustlinge. Da ist halt die Taschenlampe. Die müssen inzwischen auch. Ja, ich weiß. Noch eine Gewehrhülse, Trockenfleisch, Zeitungspapier. Gut. Noch ein Brecheisen, damit man auch wirklich auf Nummer sicher geht. Gut. Nice. Extrem viele Funde. Das ist krass. Das sinkt jetzt aber noch. Doch, sinkt schon, genau. Jetzt in dem Moment sinkt es. Jetzt müssen wir halt wieder runter. Das heißt, es wird jetzt eine Trauertour. Hallo? Genau. Da unten liegt schon ganze Menge Grafe. Und wir sind jetzt schon wieder bei 55 Kilo. Ein Hoch auf den Trauer. Ja, man kommt da durch. Muss halt nur in die Hocke. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich mit den Gebäuden fertig und könnten jetzt unten in die Tiefe. Naja, das machen wir vielleicht am nächsten Tag. Wir werden uns lieber noch um das ganze Zeug kümmern, was wir jetzt gefunden haben. Das muss ja auch alles irgendwie ein bisschen, ich sag mal, aussortiert werden. Und, ja, Kleidung zerlegt, ist das Stoff? Nee, das ist Dreck. Okay, machen wir die aus. Das reicht erstmal. So, das müssen wir jetzt natürlich strategisch aufnehmen. Heißt, so dass man auch rauskommt. Gut, das war alles. Das heißt, das sind keine 100 Kilo. Nebel, okay, gut, du stehst zum Glück gleich ein ganzes Stück draußen. Das ist schon mal praktisch. Natürlich peinlich, wenn man jetzt den Travois nicht dabei hätte. Natürlich ist es ein ungültiger Ort, das ist doch klar. Das wäre auch viel zu einfach, wenn es das nicht wäre. So, wie ist das hier? Danke. Da muss was rein. Jo, ist relativ voll. So. Kommst echt hier rein, echt? Gut. Guck mal, wie weit er geflohen ist. Wow. Er kommt hierher, okay. Da liegt übrigens noch Altholz. Mhm. Danke. Deswegen ist das hinten auch die bessere Wahl, um dort zu, naja,
zu lagern. Ja, jetzt komme ich hier nicht durch. Willst du mich verarschen? So, nonchalant über den Wolf einfach drüber. Muss halt mit dem Travois ordentlich laufen. Ja, das waren jetzt alle Gebäude. Und das wird, ich fürchte, in der Mine nicht besser, wenn da mal ein Travois reicht. Kommen wir aber, glaube ich, hier drüben raus. Genau, da sieht man auch diesen Förderturm. Ist der Weg nicht ganz so weit. So. Ja, ich weiß. Ja, das sind wir schon mal bei. Ja, genau so. Auf jeden Fall 20% getrocknet. So. Ja, wenn das dein einziges Problem ist. Legen die vielleicht mal hier drüben hin. Ich weiß gar nicht, wo die andere Batterie war. Ah, da vorne. Doch, doch. Junge, Junge, das ist echt viel Zeug wieder mal. Gut. Vollgestopft. So, dann gehen wir erstmal hier rein und gib's mir mal alles aus dieser Sektion. Wir machen das jetzt Stück für Stück. So. Hier 18 Stück. Genau, Kohlen haben wir hier drüben. 9. So, Zunder. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir eigentlich so Streichhölzer und sowas lagern. Da gibt es ja auch nicht so wirklich einen guten Platz. Vielleicht hier, ne, wobei auf dem Karton. Ich denke, das ist hier so in dem Spiel, dass es durchfällt. Gut, und da haben wir noch einen Brandbeschleuniger. Der kommt dann mit hier drüben hin. Nächste Sektion. So, wir haben ja hier drüben auch, warte mal, wo waren das jetzt wieder? Gib mir das schon mal. Das könnte sein, dass wir das in der Mine brauchen. Also Quatsch. Ja, naja. Ist ja schon mal zumindest mal zusammentun. Dass man es auf jeden Fall ein bisschen zusammen hat. Aber eigentlich kann man es dann auch gleich auf den Tisch tun. Ich es eh anfassen muss. Ist ja fast wieder egal. Besser. Ich glaube, das ist medizinisch alles, weil wie gesagt, die Dinger werden wir wahrscheinlich brauchen, wenn wir runtergehen. Aber wie löse ich das aus? Ich dachte, du löst das hier drüber aus. Hier ist es nicht. Hier ist auch nichts. Eine Waffe ist es nichts. Nichts zu essen, nichts zum Leuchten und kein Getränk. Hm. Okay. Halt was. Ah. Achso, ja, man kann das ja. Nee, kann man nicht. Man kann das nicht, echt. Warte mal, gib mir das Zeug wieder. Du hattest doch immer so ein Ding, dass du gesagt hast, zum Kreismähen. Das hier, genau. Was ich hier habe, das habe ich hier nicht, echt. Warum dafür nicht? Das kann ich zum Kreismenü hinzufügen. Aber nicht das.
Ja, da würde ich sagen, gibt es noch mal eine Nachricht an Hinterland. Da müssen sie noch was einbauen. Dann landet das Zeug halt erstmal hier. So, Kleidung. Ja, naja, das ist halt so der Abend. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Also, wir haben noch keine Handschuhe. Das ist schon mal klar. Für den Kopf. Aber nichts Besseres für den Kopf, echt? Na gut, dann ist das halt so. Okay, das ist die Lage. Dann fliegt das schon mal weg. Okay, die leichte Jacke fliegt raus. Dafür haben wir den Stadtparker. Genau. So. Dann machen wir die Handschuhe noch richtig. Wir haben eine Unterhose. Warte mal, das müssen wir gleich mal gucken. Die kommen auf 2,2 Grad. Die kommen auch auf 2,2 Grad. 10% mehr Wasserschutz. 2% weniger Schutz. Dafür 2% weniger Rennen, okay? Wiegt genauso viel. Oh, dann bleiben die. Das ist ja ganz klar. Dann machen wir das so. Ja, ich denke, das ist es dann. Der Rest wird zerlegt. So, Futter. Wie sieht's hier aus? Da haben wir gar nichts. Okay. Gib mir mal das Material. Halt alles. Ja, ich muss erstmal hier hinten ran. Also. Wir haben Hülsen. Achso, da muss ich das. Ja, das muss ich nochmal separat machen. Okay, alles klar. Ja, tatsächlich. Das werden wir irgendwann nochmal besser machen. Aber wir, warte mal, das ist ja. Nee, also Reparaturzeug für die Kleidung müssen wir dann auch da hinten reintun. Das ist jetzt nur noch diese Sektion, richtig? Ja, okay, gut. Alles klar. Her damit. So, das sind ja so die Dinge, die tendenziell hier hinkommen. Genau, ein bisschen Werkzeug, Sammelsurium, der Haken natürlich. Und noch ein Beil. Echt? Da gehst du hier auf den Stuhl, das ist ja nicht schlecht. Sieht man das ein bisschen besser von oben. Ja, die Brecheisen sind alle 100%, weil wir einfach immer unseres verwenden. Bei den anderen Werkzeugen gehe ich immer auf das Bessere, aber bei den Brecheisen, das nutze ich dann so lange ab, wie ich kann. So, dann haben wir noch ein Messerchen. Fertig. Okay. Also, eine Sicherung, ein Draht. Dose haben wir nichts, genau. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Sprühdose. Okay. Die Gewehrmunition und die Hülsen, die fliegen hier rein. Und, achso, wir haben noch ein Gewehrputzset oder Schusswaffenputzset. Das ist natürlich auch hier, dann müssen wir den Hammer ein bisschen mal beiseite legen. Genauso die Säge, dass das nach hinten wachsen kann zur Not. Der allergrößten Not. So, dann haben wir hier die ganzen unzähligen Fackeln und ich würde sagen, wir legen jetzt mal alle ab. Weil erstens, wir haben tonnenweise Öl und zweitens vermute ich, dass wir unten eh auch noch tonnenweise finden werden. Achso, ja, der Gewehrhülsen, Revolverhülsen natürlich. Dann hoffe ich, dass wir wenigstens heute Nacht dann irgendwann... Wir haben schon gut um uns geschossen. Heute Nacht dann den Saatbonus bekommen. Allerdings mal immer noch einiges überladen. Genau. Ja, lass uns mal den Bogen auch erstmal ablegen. Bogen und die ganzen Pfeile.
Das macht dann schon nochmal einen Unterschied. Es ist zwar immer noch nicht alles, aber wir haben ja auch noch einiges an Futter. Also, was bleibt hier? Nochmal Kaffee. Genau, Wasser. Das würde ich jetzt erstmal lassen. Wir trinken aber schon mal ein bisschen, dass wir da jetzt nicht unnötig Prozente verlieren. Okay. Also, was heißt unnötig? Wir trinken mal ein bisschen mehr. Was wir auf jeden Fall machen, ist den Trauer aufnehmen. Ne, nehmen. Genau. Und dann haben wir dann ein Büchlein. Wie weit kommst du denn heute Nacht noch? Was kriegst du das durch? Hervorragend. Also machen wir das auch mal los. Hier sind die Bücher. Sattbonus ist da. Hervorragend. Also das ist jetzt ein normales Brennbuch. Ja, da haben wir ihn wieder. Gut. Da müssen wir natürlich jetzt darauf achten, dass das auch so bleibt. In dem Falle. Na gut, wir sind natürlich jetzt übermüdet. Warte mal. Gibt hier schon mal hier die Kondensmilch? Hundefutter gibt es dann am Morgen. Oh, lecker. Ja, wir machen das wieder in Sessions, bekanntermaßen. Wobei es eigentlich relativ warm ist, aber man weiß es nicht. Ja, ist aufgeklärt. Gut, und damit Sekunde. So, ein Sushi später. Hallo Maus? Ja, danke. Gut. das reicht anscheinend von der... Ja, easy. Komm her. Easy durch. Gute Nacht. War jetzt auch kein Problem. So, warte mal. Wir wollten ja noch... Genau. Einmal das Hundefutter. Die Chips würde ich noch rauswerfen. Das Bonus ist gut, weil dann kann man nämlich absteigen. Muss mal gucken. Das passt eigentlich. Ich glaube auch nicht, dass wir den Tee brauchen. So, ganze Futter ist hier. Und die Dose muss natürlich raus. So wie es klar. Die Dose, genau, die 1-Dose. Ja, wir reduzieren mal die Munition. Das ist ja irre. Irre ist das. So, wo ist er? Hallo? Ich doch hier drüben bin mit der Maus. Komisch. So, ist immer noch ausreichend, ist aber deutlich leichter. Ja, wir haben jetzt reichlich Öl dabei, die Bergmannstaschenlampe, ich weiß gar nicht, brauchen wir denn überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht. Dann kommt die mit hier hin. Ist mit 1,25 Kilo, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Genau, Schlafsack haben wir dabei. Ich denke, solche Sachen werden wir wahrscheinlich unten finden. Ja, dann geht's hinab. Das sieht immer noch so komisch aus. Okay, das haben sie immer noch nicht gemacht. Diese Gebäude, die sehen im Nebel genauso aus wie bei Sonnenschein. Nicht die, die passen. Okay. Ja, die Folgen sind jetzt alle ein bisschen kürzer, weil Zeitmangel. Ganz einfach. Deswegen, ja. Zumindest die The Long Dark Folgen ist halt leider so. Die anderen Folgen, das ist dann morgen, wo ich die erste aufnehme, das ist dann wieder entspannter. So, warte mal. Da haben wir was und hier ist nichts. Also die Dinge eigentlich kannst du nicht. Gott, alles klar, rennen. So, wie ist das? Musst du das... Nee, kannst du so verlassen. Okay, alles klar. Haben wir hier Sachen abgelegt? Nee, anscheinend nicht. Okay. Gut, ja, wir brauchen hier den Vorarbeiterschlüssel. Echt, so klingt das hier. Genau, Vorarbeiterschlüssel und wir brauchen auch noch den Schlüssel für Schlag mich tot. Okay. Tendenziell will ich ja hier wieder herkommen. Ach ja. Also wir werden die Säge nicht brauchen, da bin ich mir relativ sicher. Wir werden nichts lackieren unten. Wir haben immer noch die Laterne bei uns. Sollen wir den Revolver mitnehmen? Ich nehme ihn mal mit. Dass wir wenigstens irgendwas zu schießen haben, falls es ein Problem gibt. Ich meine, das sind zwar nur ein paar Gramm, aber ich denke mal, wenn man zwei dabei hat, reicht das völlig aus. Futter kommt komplett mit, das ist natürlich klar.
Wobei ich hier den Tee mal da lassen würde, weil... Naja, gut. Da haben wir noch mal vergessen, was abzulegen. So. Eine nehmen wir mit runter. Ja, okay. Da ist noch ein bisschen was übrig. Ja, Medizin werde ich jetzt nichts ändern. Und hier... Ja, die Lupe werden wir garantiert nicht unten brauchen. So, das reicht. 33,64 Kilo, das ist gar nicht mal so schlecht. Hallo? Okay. Das machen wir irgendwann mal. Wir gehen erstmal ganz runter. Auf den Fahrstuhl. Okay. Der Punkt geht hier auch gar nicht an. Also gibt es nur die Mine. Und in der Mine ist es finster. Gut. So, wo fangen wir an? Wahrscheinlich erstmal hier unten. Oh, hey. Der schwebende Punkt. Zeitung, Werkzeug und noch mehr Öl. Ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht alles brauchen. Hier, komm mal rein. Okay, jetzt noch mehr Öl. Du Schande. Oh, lucky day. Mhm. Das ist nicht schlecht, okay. So, wir gucken gerade mal, wie eigentlich die Temperatur aussieht. Und das ist dieselben nochmal. Echt, wie gut sind die? Ja, die sind ziemlich oll. Aber das sind wahrscheinlich die Schuhe, die wir auch hier lassen. 51%. Wir haben gefühlt 29 Grad, Leute. Da kann man echt was da lassen an Kleidung. Das ist doch perfekt. Es sind immer noch 14 Grad und damit mehr als genug. Ja, ich denke, mehr Öl werden wir nicht mitnehmen. Wir haben jetzt halt 7, 8, 1,2, 1,6, fast, also 2 Liter würde ich sagen, haben wir dabei. Da kannst du eine ganze Weile lang rumleuchten mit der Lampe. Ja, okay, gut, dann gehen wir halt erstmal hier lang. Ich will nur mal gerade checken, genau. Alles klar, nur falls wir die brauchen, dass wir dann relativ schnell darauf zugreifen können. Wobei wir eigentlich nicht sparen müssten, wahrscheinlich. Ja, jetzt heißt es halt hier erstmal rumtappeln und gucken, ob man da sich nicht verläuft. Schön. Gut, ich denke, wir sollten dann mal darauf wechseln. So, können wir dann das wieder runternehmen? Wie ist denn das eigentlich? Okay, jetzt aufgehört, gut. Mal schauen, ob das vielleicht auch leuchtet, wenn man das Licht ausmacht. Ja, tatsächlich, okay. Naja, gut. Lut, 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 lut.
Brauchen wir noch einen Bolzenschneider. Na gut, dann sind wir hier wahrscheinlich eine ganze Weile unterwegs. Wir schauen dann mal, ob wir vielleicht auch Lagerkoller-Risiko bekommen. Die Frage ist halt nur, wenn wir hier sind. Ach. Super, dann ziehen wir den gleich mal um. Damit die da nicht weiter leid. Ja, okay, das sieht einfach nur aus, als würdest du auf irgendwelchen Podesten stehen, meine Gute. Nochmal die Handschuhe, nice. Kaputt. Wand, Sturmlaterne. Dose, noch mehr Streichhölzer, da gibt es auf jeden Fall die Gelegenheit wieder abzulegen. Definitiv. Und zwar hier. Nachdem wir die Sachen erstmal aufgenommen haben, natürlich. Okay, alles klar. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Vor allem weiter geht's mit Einladen. Das kann man hier gerade nochmal ablegen. Nichts drin, okay, alles klar. So. Immer schön das Gewicht niedrig halten. Naja. Gut. 50 Sekunden hat man. Wenn du hier fertig bist mit der Mine, dann hast du nur noch halb so viel Lungenvolumen. Eine Kohle. Nichts drin, okay. Ja, okay, gut, dann halt erstmal das. So, es fühlt sich so an, als wäre es das schon gewesen. Genau. Wir halten uns erstmal tendenziell rechts. Links, andere rechts. Na ja, gut, danke. Auch gut. Gut, soviel zum Thema links. Okay. Ein sehr, sehr, sehr langer Gang. Okay. Liegt wieder jemand? Hey, Junge. Schlüssel zum Minenbüro. Also nicht der Vorarbeiterschlüssel und nicht der Schlüssel für die... Das war es schon vielleicht mit Vergiftungsgefahr. War nur so ein kleines Stück. Wahrscheinlich verwest die Leiche und deswegen riecht das hier so. Okay. Ja, hier geht's leider nur so. Da steht sie auch nicht auf. Nö, sie steht nicht auf. Wir krauchen hier schön entlang. Bin gespannt, wo wir rauskommen. Das letzte Mal, wo wir hier waren, das ist schon ein bisschen her. Eine Kohle.
Noch eine Kohle. Ja, okay. Immer noch nichts mit Aufstehen. Ja. Jetzt endlich, du meine Güte. Okay. Gut, wir gehen geradeaus. Also das Linkste, was geht. Gut. Ich denke mal, hier ist nicht so viel. Wie sieht denn eigentlich der Schutz aus? 28%, das ist gar nicht mal so schlecht. Liegt noch jemand? Was ist das? Und noch ein kaputter Energieriegel. Na ja, gut. Verhungern werden wir nicht. Müssen nur unser Skorbut-Dingenskirchen in Schach halten. Oh, zweigleisig. Wir müssen uns links halten. Kohle. Zwei Kohlen. Sieht wieder leer aus. Noch ein Randbeschleuniger. Altholz, Metallschrott. Na gut. Vermutlich hat hier jemand ein Fass zertrümmert. Noch eine Kohle. Hier ist Ende Gelände, so wie es aussieht. Da steht Keep Hands Clear. Nicht reingreifen zu Deutsch. Okay. Ja. Auf jeden Fall gibt es hier reichlich zu feuern. Noch mehr Holzkohle und hier kann man wieder einlagern. Gut, ich denke, wir halten so langsam, so Pi mal Daumen unser Gewicht. Das passt doch so weit. Oh, warte mal. Genau, da kann man nicht weiter, also müssen wir jetzt hier lang. Okay. Breite Gänge. Kommt nicht viel zwischen den einzelnen Orten. Ja, hier kommt wieder Gift. Wir halten uns einfach auf den Elevator, was? War das echt einmal rumgegangen? Das ist derselbe Aufzug. Jetzt bin ich mal gespannt, vor allem wie weit wir weg sind vom Aufzug. Naja, die Lampe ist übrigens gleich aus. Gut, dann füll einfach mit irgendwas auf. Gut. Ach so, den hast du noch nicht verwendet, okay. Weißt du mich, ich glaube, der verschwindet, wenn du den aufgebraucht hast, wohin der auch immer verschwindet. Kann es sein, dass die besonders hell leuchtet, wenn sie voll ist? Ich habe so dieses Gefühl. Huch. Ernsthaft? Das war der Rundweg, das ist ja der Hammer. Das Gute ist, da kann ich mich speichern, dann können wir in der nächsten Folge weitermachen. Wir gehen natürlich wieder rein. Das heißt, wir sind jetzt quasi einmal rundherum gegangen. Es gibt natürlich die verschiedenen Ebenen, aber wir haben hier die unterste Ebene noch nicht fertig. Und wir versuchen natürlich auch das Zeug mal hier ranzuschaffen, dass es zumindest erstmal hier liegt.
Genau, dann müssen wir also durch die weiteren Ebenen. Es gibt, glaube ich, noch zwei Ebenen darüber, die wir auch noch durchschreiten müssen. Und da werden wir dann hoffentlich auch noch die anderen Schlüssel finden. Vielleicht auch einen Zugang zu irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Also das ist doch sehr verwirrend. Und angeblich soll ja noch mehr zum Rüdiger zu finden sein. Tja, alles weiter in der nächsten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.